Zutaten für etwa 20 Stück, 7-72 Gramm Walnusskerne-DG Mandelkerne G, getrocknete Cranberries 77 Gramm Rosinen G Butter, 1 Gramm Honig. Unterstrich Zimtpulver unterstrich G-kernige Haferflocken Zubereitung 1 den Backofen auf 170 vorheizen. Die Walnüsse und die Mandeln grob hacken. Die Cranberries und die Rosinen ebenfalls hacken. Früchte, Butter, Honig und Zimt in einen Topf geben, aufkochen und 2 Minuten köcheln lassen. Die Haferflocken und die Nüsse unterheben, bis alles gut vermischt ist. 2. Die Müslimasse auf ein mit Backpapier belegtes Backblech geben und zu einem Rechteck von etwa 20 x 25 cm ausstreichen. Im Ofen auf der mittleren Schiene etwa 15 Minuten backen. Herausnehmen. Die Masse ist noch etwas weich und wird nach dem Abkühlen fest. Die Müsliplatte noch warm vorsichtig in 5 x 2,5 cm große Stücke schneiden.